Heute ist der Tag des Bunsenbrenners. Und was es mit diesem Bunsenbrenner auf sich hat, lasse ich mir heute auf der Montanuni Leoben erklären. Hi Emma. Hallo. Du wolltest wissen, was ein Bunsenbrenner ist? Ja. Na, erkläre ich das hier mal. Der Bunsenbrenner besteht aus einem Schornstein, durch den durch eine Düse Gas nach oben strömt und durch eine regulierbare Öffnung eine Flamme entsteht. Durch Luftzufuhr entsteht eine nicht leuchtende Flamme und durch Luftentzug eine flackernde Flamme. Ja, der Bunsen, das war ein Wissenschaftler im 19. Jahrhundert und der hat diesen Bunsenbrenner eigentlich nicht erfunden. Er hat ihn nur weiterentwickelt und verbessert zu dem, was wir heute, wie wir ihn heute im Labor finden. Erfunden hat ihn eigentlich ein gewisser Michael Faraday. Aber neben den Arbeiten, die wir jetzt gesehen haben, die euch Vicky gezeigt hat, dass man Proben erhitzen kann, Wasser kochen und ähnliches, haben sie mit diesem Bunsenbrenner ganz etwas Besonderes gemacht. Sie haben nämlich die Flammenfärbung dieses Bunsenbrenners genommen und dann durch ein Prisma in das Spektrum aufgetrennt. Das heißt, wir sehen hier diese einzelnen Spektralfarben und jetzt ist nun das ganz Besondere, dass jedes chemische Element eine ganz bestimmte Farbe ausstrahlt. Wir haben hier das Periodensystem der Elemente und Bunsen und Kirchhoff haben hier an diesen Elementen besonders gearbeitet. Und wie kommt das zustande? Jedes Element besteht aus Atomen und in diesen Atomen sind außen die Elektronen und durch die Energie des Bunsenbrenners werden diese Elektronen energetisch angehoben, angeregt. Und durch den Verfall dieser Energie wird wieder Energie frei in Form von Licht. Und dieses Licht ist ganz spezifisch für jedes Element und so hat jedes Element seine spezifische Farbe. Das schauen wir uns an. Und Kirchhoff und Bunsen haben hier mit dieser Methode einzelne Elemente überhaupt erst gefunden, wie das Rubidium und das Cäsium, das wir heute hier im Periodensystem der Elemente finden. Und ein ganz besonderes Element, das man damals geglaubt hat, das gibt es nur in der Sonne, das ist das Helium. Und sie haben mit dieser Spektralanalyse auch dieses Helium gefunden und beschrieben. Und das schauen wir uns jetzt genauer im Detail an. Und dazu haben wir einen Platindraht und als erstes schauen wir uns das Element Calcium an. Das Calcium kommt ja im Knochen vor und wir werden gleich sehen, was uns das für eine Flamme gibt. Und als nächstes kommt das Strontium. Das Strontium haben die Chinesen schon im Feuerwerk verwendet, weil es eine wunderschöne rote Flamme gibt. Ja, das waren zwei schöne rote Flammen. Also man erkennt schon, dass es hier unterschiedliche Spektralfarben gibt. Und jetzt schauen wir uns noch das Element Kupfer an. Das kennen die meisten ja aus den Kupferleitungen. Jetzt schauen wir uns noch das Natriumchlorid an. Das ist das ganz normale Kochsalz, das wir in der Küche verwenden. Und das hat diese typisch orange Flammenfärbung, die auch alle von uns schon kennen. Das ist charakteristisch für das Element Natrium. Hi Emma. Hallo. Nachdem du jetzt ja schon weißt, wie der Bunsenbrenner und die Flammenfärbung funktioniert, werde ich dir jetzt noch erklären, wie dieses Prinzip also in modernen Analysengeräten heutzutage verwendet wird. Ja? Also wir haben uns jetzt ja schon ein paar Elemente der Flammenfärbung angesehen und das waren eigentlich verschiedene Farben. Und jetzt gibt es aber viel mehr Elemente und diese Elemente haben kleinste Unterschiede in den Farben. Das heißt, diese sind einfach mit dem menschlichen Auge nicht erkennbar. Ja? Und dieses Gerät kann diese kleinsten Unterschiede quasi sehen. Wir haben, wie beim Bunsenbrenner, haben wir hier eine Flamme. Und diese Flamme ist 5 bis 6 Mal so heiß wie beim Bunsenbrenner. Also sie wird über Stickstoff und einer Mikrowelle wird diese erzeugt. Und dann wird die Probe dann quasi hier eingesprüht und wird dann in das Gerät gebracht. Und im Gerät gibt es dann so ein sogenanntes Prisma, ein Gitter. Und bei diesem Gitter wird quasi das Licht dann aufgespalten in alle Farben, also in diese Spektrallinien. Und diese Spektrallinien werden dann in diesem Regenbogen aufgespalten und der Detektor sieht sich dann direkt die einzelnen Spektrallinien an und kann so dann sagen, welches Element in welcher Menge in der Probe vorhanden ist. Einen Bunsenbrenner gibt es natürlich nicht nur im Labor, sondern den kann man hier auch als Lötkolben verwenden. Und natürlich darf ein Bunsenbrenner auch in keiner guten Küche fehlen, denn damit gibt es lecker Crème Brûlée.
Montanuniversität Leoben. Alles außergewöhnlich.